Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on the Dream und heute gucken wir uns den zweiten Teil zu Tesla an. Ich habe ja jetzt schon vorgestern ein Video gepostet mit den neuen Zielen von ARK Invest, was die Autosparte von Tesla und deren Auswirkungen auf den Aktienpreis in den nächsten 4 Jahren bedeuten wird. Heute wollen wir das Bild vervollständigen, um das, was halt die zusätzlichen Geschäftsteile von Tesla sind, nämlich die Energiegeschichten im Sinne von den Solardächern, den Powerwalls, aber auch den größeren Varianten in Form von Megapacks und natürlich auch den Ladesäulen darf man nicht vergessen. Auch das könnte potenziell eine Einkommensquelle werden. Sowohl in Europa als auch in den USA hat Tesla natürlich einen Riesenhaufen an Ladestationen und auch insgesamt Ladesäulen am Start. Wenn wir hier mal ein bisschen rauszoomen, sieht man, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Die ganzen roten Punkte, die sind natürlich großteils auf die Ballungszentren, was die Großstädte angeht, konzentriert. Für transkontinentale Fahrten sieht das hier noch recht überschaubar aus, falls man das überhaupt erkennen kann. Ich hoffe, ansonsten schaut es euch einfach mal selber auf deren Homepage an. Aber generell in den Ballungsgebieten sind schon relativ viele Ladestationen verfügbar. Gefühlt sieht es in Europa wesentlich besser aus, wenn ich mir das Ganze angucke. Ich habe auch kürzlich schon einen Bericht gesehen von der Nachrichtenseite, wo es halt darum ging, dass hauptsächlich an der Ladeinfrastruktur natürlich der Wechsel zu Elektrofahrzeugen hängen wird, weil nur dann, wenn ich verlässlich auch in wenigen Minuten von meinem Zuhause die nächste Lademöglichkeit erreichen kann, sofern ich zu Hause keine habe, nur dann macht es natürlich Sinn, dauerhaft auch auf Elektrofahrzeuge umzuswitchen. Und hier sieht man schon, gerade in Österreich, Schweiz oder sagen wir mal Süddeutschland, ist eine sehr, sehr starke Verbreitung von Ladesäulen. Hier in Holland sieht man schon sehr, sehr viele Schnellladestationen verhältnismäßig. Also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich habe mir jetzt keine Informationen dazu angeguckt, was und wie viel da potenziell mit verdient wird. Aber wenn ich das einfach mal übertrage auf das, was natürlich ein bisschen ein kommerzielles Tankstellennetzwerk ausmacht, natürlich kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann für die Kilowattstunde einen gewissen Betrag, falls es nicht ohnehin schon der Fall ist, bezahlen wird müssen. Und dass das natürlich dann einen riesen, in Anführungszeichen, passive Einkommensquelle für Tesla darstellen wird. Da braucht man, glaube ich, kein Hellseher sein. Ich meine, jeder weiß, wie viel die Ölkonzerne mit ihrem Tankstellennetz in den letzten 100 Jahren oder so verdient haben. Die nächste Geschichte ist natürlich das Solardach. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Tesla hat natürlich einmal geplant, so wie man es hier auch schön sieht, dass die Ziegel, die Dachziegel als solches einfach die Solarpaneele sind. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nachträglich ganz normale Solarpaneele anzubringen auf ein bestehendes Dach. Aber künftig ist natürlich eher gedacht, dass es in die Richtung geht, dass es einfach schon die Dachziegel sind, die die Stromerzeugung bewirken. Hier kann man einmal einen Schnellverlauf sehen, wie so der gewöhnliche Prozess abläuft. Das Dach wird halt sich angeguckt, im Regelfall das Bestehende entfernt. Dann kommt natürlich auf einen Grundgerüst sowas wie eine Wassersperre, Dampfsperre und dann die Anbringung der neuen Dachziegel mit dem Anschluss an potenziell eine Powerwall-Integration und so weiter. Das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass man einen Großteil seiner Energie einfach selber erzeugen kann. Und damit A unabhängig wird vom normalen Grid, also vom normalen Netzwerk, zusätzlich vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen kann, aber einfach auch dann Energie hat, falls mal irgendwie ein Stromausfall wäre, was ja in anderen Teilen der Welt nicht so selten vorkommt, dass man dann einfach eine gewisse Reserve für sich selber hat, um ganz normal weiter zu funktionieren. Ja, was sind die neuesten Angaben dazu? Offensichtlich ist Tesla momentan schon in der Lage, so ein Dach in 1,5 Tagen anzubringen, fertigzustellen. Und die Aufträge reichen offensichtlich weit bis in die Zukunft. Tesla hat in letzter Zeit wieder sehr, sehr gute Entwicklung in der Energiesparte ganz allgemein hingelegt. So hat man jetzt hier im dritten Quartal 2020 das erste Mal geschafft, im Energiegeschäft offensichtlich die Milliarden-Dollar-Grenze zu überschreiten. Das bezieht sich natürlich auf alles, was man macht, ja, also sowohl diese Megapack-Installationen
als auch Solardächer und ähnliches. Apropos Megapack, so in etwa muss man sich das Ganze vorstellen. Das ist halt dafür gedacht, wie man jetzt gerade auch schon gesehen hat, im Süden der USA, als in Texas da ein Blizzard die Stromversorgung lahmgelegt hat. Oder wer sich erinnert, vor ungefähr 2 Jahren in Australien hat Tesla sowas aufgebaut, um dafür zu sorgen, dass dort die Energieversorgung, die Energiesicherheit gewährleistet ist, weil halt offensichtlich das Netz, das Stromnetz dort relativ fragil ist. Und diese Powerpacks bieten halt einfach die Möglichkeit, mehrere tausend Haushalte über längere Stunden- oder Tageszeiträume zu versorgen. Was ist der Riesenvorteil von der Geschichte? Das Schöne ist, man braucht ungefähr 20% an Speicherkapazität. Habe ich kürzlich in der Dokumentation gesehen, dass es möglich wäre, auf komplett erneuerbare Energieversorgung umzusteigen für ein Land, eine Region, ein Kontinent, wie auch immer. Weil natürlich, was ist das Problem? Wir sehen es hier wunderbar dargestellt, die Windräder, die Solaranlagen, es scheint nicht immer die Sonne und es weht halt auch nicht immer entsprechend der Wind. Mit ungefähr 20% Speicherkapazität vom Gesamtbedarf, was einen Spitzenzeitpunkt betrifft, ist es möglich, laut dem, was ich gesehen habe in der Dokumentation, dass man diese Spitzenauslastung halt auch über einige Tage abdecken kann, wenn mal schlechtes Wetter ist oder wenig Wind weht. Natürlich sollte man zusehen, dass man solche Anlagen in prädestinierten Umgebungen baut, ganz klar. Aber aus meiner Sicht zeigt das natürlich, dass wir kurz davor stehen, tatsächlich komplett auf erneuerbare Energien umsteigen zu können. Und da sieht man es auch schon, wenn wir noch gleich in den Zahlen sehen. Aber im vierten Quartal 2020 hat Tesla die Energiestorage-Verkäufe oder Inbetriebnahmen von ihren Megapacks um über 80% erhöhen können im Verhältnis zum Vorjahr. Einige der aktuellsten Megapack-Projekte beziehen sich auf UK, also England. Und natürlich Australien, da kommt ein zweites großes Megapack hinzu und ja, einige andere Regionen auch noch. Eins der größten Projekte, die geplant sind im Verhältnis zu dem, was in Australien dort gebaut wurden, ist in Kalifornien offensichtlich unterwegs, was ungefähr 10-mal so groß sein dürfte. Was ist aus dem ersten Megapack-Projekt passiert? Kann man sich mal angucken. Das Ziel von Australien ist ja, oder von einzelnen Bundesstaaten zumindest, Victoria hat sich offensichtlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 50% der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen und braucht dafür natürlich zwangsläufig Solarenergie, Windenergie, aber auch Speicherkapazitäten, dass man umsteigen kann, haben wir gerade schon kurz uns angeschaut. Was ist der Vorteil daraus? Die Analyse hat gezeigt, aus dem jetzt schon über ein Jahr laufenden Projekt, dass für jeden investierten Dollar diese Speicherkapazitäten über 2 Dollar Vorteile für das Netzwerk und damit den Verbraucher erwirtschaftet haben. Ja? Dieses Hornsdale Power Projekt hat 150 Millionen australische Dollar an Einsparungen in den ersten 2 Jahren der Laufzeit bewirkt. Und das halt einfach dadurch, dass man natürlich im Regelfall tagsüber, wenn vielleicht die normalen Arbeitsstellen oder Industrien, wie auch immer, Strom brauchen, aber nicht der Privatkonsumer abends fernsieht, was auch immer seine Haushaltsgeräte anschmeißt. Das heißt, die Spitzenauslastungszeiten sind vermutlich eher in den Abendstunden. Tagsüber kann man also günstige Energie erzeugen und natürlich auch eher tagsüber scheint die Sonne. Ja, Wind ist ein bisschen unabhängiger davon, aber was die Sonne angeht, auf jeden Fall. Sprich, im Regelfall würde man natürlich eher zu Nicht-Nutzungszeiten Energie gewinnen können. Und deswegen sind halt diese Speicherkapazitäten so wichtig. Und dieses erste Projekt in Australien hat halt dafür gesorgt, dass es bis zu 30.000 Haushalte für bis zu eine Stunde komplett mit Energie versorgen kann. Und das in der Hitze, also wenn man sich vorstellt, dass die vollen Klimaanlagen und alles voll am Laufen ist. Das klingt natürlich jetzt per se wenig, aber wenn man das halt einfach runterbricht auf weniger tausend Halte, die vielleicht Bedarf haben, heißt das natürlich eher, dass man auch 3, 4, 5 Stunden oder einen ganzen Tag Energie zur Verfügung hat,
bis halt entsprechende Reparaturen oder Netzumleitungen, wie auch immer, möglich sind, dass wieder die normale Versorgung über das Hauptnetz einer Region funktioniert. Gucken wir mal ein bisschen auf die Ergebnisse. Was waren so Umsätze in den letzten Jahren? Die Entwicklung war ja leicht positiv, würde ich mal sagen. 2020 ist ja noch nicht dabei, das gucken wir uns gleich natürlich noch im Detail an. Aber sagen wir mal, der Fokus von Tesla lag natürlich in den mittleren Jahren hier, sagen wir mal nach 2015, eher auf der Autoproduktion, weil damit war natürlich klar, dass die Überlebensfähigkeit des Konzerns steht oder fällt. Es ist klar, dass das nicht mit der Solargeschichte, weil dafür war einfach die Technik noch nicht weit genug in jedem Bereich, dass damit der Konzern nicht überlebt hätte. Also hat Tesla einiges, hier hat man noch einen kleinen Sprung gesehen oder einen guten Sprung gesehen von knapp 40% Steigerung von 17 auf 2018, was die Umsätze in der Energienerzeugung und Speicherung anbelangt. Aber danach war es schon eher stagnierend, zumindest bis jetzt 2020. Das wird sich natürlich in weiterer Folge wieder ändern. Die Entwicklung sieht man hier sehr, sehr schön. Das Graue ist SolarCity, also das, was zu Tesla gehört. Und von 2013, 2015 war ungefähr der Peak. Sieht man hier einen deutlichen Rückgang an das, was man gegenüber Privathaushalten an Solarenergie installiert hat. Da haben andere Firmen zugelegt, während Tesla von Marktanteilprozenten deutlich abgebaut hat. Der ganze Markt ist natürlich im Grunde gestiegen, aber insgesamt ist das halt eher eine negative Entwicklung gewesen, weil der Fokus einfach woanders lag. Der Fokus ist jetzt aber wieder zurück. Und das sieht man wunderbar jetzt hier in dem letzten Jahresbericht von 2020 von Tesla. Da hat man die Energiespeicher, Umsätze haben sich irgendwie auf 3 Gigawattstunden in einem einzelnen Jahr gesteigert, was eine Rate von über 83% ist, habe ich ja vorhin gerade schon gezeigt. Das ist natürlich hauptsächlich auf diese Megapack-Installationen zurückzuführen, also da, wo es eher darum geht, grundsätzlich die Stromversorgung eines Landes oder einer Region zu sichern und zu unterstützen und potenziell mit der Energiegewinnung zu günstigen Zeiten quasi Strom zu erzeugen und dann Strom zu verkaufen, wo es Spitzenzeiten halt bedarf. Was ist ein schöner Nebeneffekt davon? Das ist ein wesentlich günstigerer Weg, als wenn man zu Spitzenzeiten gibt es sogenannte, ich weiß nicht, wie die deutsche Bezeichnung ist, aber Kraftwerke, die halt in super kurzer Zeit, aber auch nur für sehr kurze Zeiträume angeworfen werden, um halt diese Spitzenzeiten gerade in den Abendstunden beispielsweise abzudecken. Und das ist mit den Speicherpacks wesentlich günstiger zu erzeugen als, na klar, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ein Kohlekraftwerk für irgendwie 2 Stunden angeschmissen wird und dann wieder ausgeht, nur um diese Zeit abzudecken, ist klar, dass das nicht irgendwas ist, was einfach nur mal gerade mit einem kleinen einstelligen, zweistelligen Eurobetrag funktioniert. Aber hier mit den Megapacks hätte man natürlich einfach die Energie gespeichert über den Tagesverlauf und dann ruft man sie halt ab, wenn man sie braucht. Ja, eine große Guidance geben sie hier nicht für die Zukunft, aber geplant ist halt schon, dass sie Steigerungsraten, wie man hier sieht, von ungefähr 50% jedes Jahr für die Zukunft anvisieren. Was die Solardächer angeht, ist man in 2020 auf 205 Megawatt gestiegen. Das hier erscheint natürlich ein bisschen verfälscht, aber das sind halt die Energiestorage Entwicklung, also der erste Bereich, der hier so stark gestiegen. Das ist nicht das, was mit den Solardächern passiert ist. Da haben wir uns ja gerade schon angeguckt, dass es eher ein relativ niedriges Niveau ist. Aber aus meiner Sicht bedeutet das natürlich auch, wie viel Potenzial allein hier noch ist für Tesla, wenn man auch nur wieder halbwegs an alte Zeiten anknüpfen kann und da ein bisschen einen Fokus drauf legt. Die neue Technik sollte das auf jeden Fall zulassen. In Verbindung mit den Powerwalls bietet das natürlich auch dem Privathaushalt die Möglichkeit, wie man es ja auch schon mit den Megapacks macht, Geld zu generieren, so wie es in Australien gezeigt wurde, einfach durch Energiegewinnung im Tagesverlauf und Energieeinspeisung ins System in den Spitzenzeiträumen. In Zahlen ausgedrückt sieht man hier, Solar Deployment hat sich jetzt hier in dem letzten Jahresverlauf
schon wieder recht gut gesteigert. War natürlich Anfang 2020 ist klar absoluter Niedrigpunkt angekommen, aber es geht auf jeden Fall stark wieder in die richtige Richtung. Und in Megawattstunden ist man jetzt auch schon wieder deutlich im Verhältnis zum Vorjahr, ja, also noch vor Corona, auf ein Niveau von jetzt dreifachen, ja, fast 200% Steigerungsrate zu 2019. Also da sieht man schon, dass jetzt mit dem Cash, den man einfach hat aus der ganzen Autoproduktion, die natürlich sehr, sehr profitabel ist, jetzt auch wieder endlich den Fokus dahin legen kann, wo langfristig vielleicht sogar ähnlich viel Geld verdient werden kann. Das sieht hier natürlich alles noch sehr, sehr niedrig aus. Wenn man sich die Umsätze anguckt von Energieerzeugung und Speicherung, ist das hier nicht extra aufgesplittet von ungefähr 400 Millionen im letzten Quartal 2019 zu 750 Millionen im vierten Quartal 2020. Ist natürlich eine nette Steigerung, auch wenn man jetzt hier nicht genau sieht, welcher Bereich jetzt welchen Anteil ausmacht. Offensichtlich ist ein Großteil davon halt auf die Megapack-Installationen zurückzuführen. Aber sobald dann natürlich auch die Solardach-Geschichte wieder anzieht, sollten hier mehrere Milliarden Umsatz vielleicht sogar pro Quartal möglich sein. Und wenn dann noch, ich weiß nicht genau, was hier unter Services läuft, weil wir haben ja in dem Artikel vorhin gesehen, dass die Gesamteinnahmen aus dem Energiesektor von Tesla über 1 Milliarde ausgemacht haben, also ein Teil von diesen anderen Umsätzen hier, von den knapp 700 Millionen im letzten Quartal, sind offensichtlich auch noch Gewinne, die dem Energiesektor zuzurechnen sind. Das Ganze ist noch nicht super profitabel. Wenn wir uns das hier mal angucken, dann macht man aus der Energiegeneration und Speicherung eher noch keinen Gewinn. Aber insgesamt glaube ich, wenn ich mir allein die Prognose von ARK Invest für Tesla angucke, da rechnet man natürlich von ungefähr 25 Milliarden, was Tesla im letzten Jahr an Umsatz gemacht hat. Das könnte natürlich auch durchaus was sein, was aus dem Energiesektor kommen kann. Das ist natürlich jetzt hier ein weiter Sprung von ungefähr 1 Milliarde, 25-fach, ist mir durchaus klar. Aber allein wenn man selber mit den Ladesäulen tatsächlich anfangen, Geld zu verdienen, ähnlich wie es Tankstellennetzwerke machen für Ölkonzerne. Wenn man dann dazu kommt, dass man mit den Megapacks Geld verdient, einfach indem man die Netzauslastung optimiert und zu Niedrigpreiszeiten Energie einfach speichert und zu Hochpreiszeiten die Energie. Im Grunde bräuchte man ja sie auch selber nicht mal erzeugen, aber auch das könnte Tesla natürlich mit diesen ganzen Solardach-Applikationen, die man halt im Portfolio hat. Aber selbst wenn man sie nicht erzeugen würde, könnte man natürlich von anderen Anbietern Energie zu Off-Zeiten kaufen, speichern und zu Spitzenzeiten wieder zu einem besseren Preis verkaufen und die Marge einstecken. Ja, also das ist der Grund, warum ich glaube, dass dieses Preismodell, was ARK Invest da präsentiert hat, für die nächsten 5 Jahre vielleicht sogar noch ein Lowball-Ansatz ist, also deutlich überschritten werden könnte. Wenn man sich im Internet ein bisschen umguckt, natürlich sieht man da auch irgendwie absurd scheinende Zahlen für Tesla-Preisziele, aber also ich finde das Unternehmen mega spannend, ja. Wenn ich mir das Gesamtkonzept angucke, von dem, was die Innovation in vielen wesentlichen Sektoren bedeutet. Und wenn man sich anguckt, was der Gesamtmarkt im Energiesektor an Umsatz ermöglicht, ja, dann kann man sich vorstellen, dass die Autoproduktion ganz nett ist, aber dass im Energiesektor vermutlich langfristig ein Riesenanteil am Gesamtumsatz für Tesla sein könnte. Bleibt natürlich abzuwarten, ist vermutlich eher eine 5 bis 10 Jahresbetrachtungsweise. Aber da ich ja eher langfristig in Aktien investiere, erscheint mir der Preis für Tesla momentan tatsächlich mehr als fair zu sein, um nicht zu sagen, deutlich zu gering für das, was an Potenzial da ist. Wenn die das alles umsetzen können, weiß ich nicht, das bleibt abzuwarten. Aber wenn es eine Firma schafft, dann wahrscheinlich Tesla. Insofern, ja, macht daraus, was ihr wollt. Guckt euch die Zahlen ganz genau an. Ob ihr da rein investiert oder nicht, ist natürlich eure Sache. Das sind nur meine persönlichen Gedanken. Keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Aber
Das, was ich hier sehe und was ich mir vorstellen kann, sieht einfach super interessant aus. Das lohnt sich auf jeden Fall ein genauerer Blick. So viel kann ich jedem auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt dran, arbeitet auch an eurem Traum. Macht's gut. Ciao, ciao.